Guck mal, das hier sind alles Briefe an den Weihnachtsmann. Sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Wollt ihr ihm nicht vielleicht einen ganz besonderen Brief schreiben? Dann habe ich genau das Richtige für euch. Und zwar einen Original Art Attack Rentierwunschzettel. Und wenn ihr den öffnet und da eure Wünsche reinschreibt, dann gehen die bestimmt in Erfüllung. Wollt ihr auch so einen? Kein Problem. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Bogen braunes Tonpapier. Und schon kann es losgehen. Als erstes zeichnen wir das Rentier vor. Ein großer, ovaler Kopf mit zwei Ohren und einem freundlichen Gesicht. Den Kopf, den schneidet ihr vorsichtig aus. Auf einem hellen Karton zeichnet ihr den Umriss eurer Hand ab, mit gespreizten Fingern. Den schneidet ihr aus, benutzt ihn als Schablone und schon habt ihr zwei davon. Das wird das Rentiergeweih. Auf einem weiteren Bogen Tonpapier markiert ihr die Breite des Kopfes. Mit Hilfe des Lineals schneidet ihr das Papier hier gerade ab. Oben knickt ihr mit dem Lineal einen etwa zwei Finger breiten Rand um. Dann klappt ihr das Papier in der Mitte nach oben. Auf den umgeknickten Streifen streicht ihr Kleber und klebt ihn auf Höhe der Ohren hinten an den Rentierkopf. Oben drüber klebt ihr das Fingergeweih auf die Rückseite, so dass es schön rechts und links zur Seite steht. Wenn ihr das Ganze jetzt umdreht, sieht euer Wunschzettel schon so aus. Fehlt nur noch etwas ganz Wichtiges. Na, wisst ihr, was ich meine? Klar, große, runde, weiße Rentieraugen und eine leuchtend rote Nase. Und weiter geht's. Erst die Augen. Zeichnet dazu zwei gleich große Kreise auf hellen Karton und schneidet sie aus. Für die Nase nehme ich rotes Tonpapier. Ihr könnt sie natürlich auch auf helles Papier zeichnen und dann anmalen. Die Kreise klebt ihr an die richtigen Stellen auf das Rentiergesicht. Bei der Nase ist wichtig, dass sie hier ein wenig überlappt. Mit einem schwarzen Filzstift verpasse ich dem Rentier noch dicke Augenbrauen und Pupillen. Um den Rand nachzuziehen, legt am besten etwas unter, damit ihr nicht euren Tisch und den Umschlag eures Wunschzettels anmalt. Mit Wachsmalkreiden in den passenden Farben könnt ihr noch ein paar Schattierungen dazu machen. Jetzt klappt den Umschlag auf, dreht das Rentier um und zeichnet einen hellen Streifen ein. So bekommt euer Rentier den typischen hellen Streifen auf der Brust in seinem Fell. Jetzt müsst ihr nur noch all eure Wünsche aufschreiben, sie hier in das Rentier kleben und es zuklappen. Super, oder? Ich bin sicher, dass der Weihnachtsmann von eurem Rentier schwer beeindruckt sein wird. Oder aber, wie wäre es gleich mit einem Wunschzettel Weihnachtsmann? Diesmal habe ich meine Finger einfach für seinen langen Bart verwendet. Und auf dem Kopf trägt er seine typische rote Mütze. Wer Lust hat, kann auf die gleiche Art und Weise auch einen Elfenwunschzettel basteln. Hier an der Seite sieht man seine orangefarbenen Haare herausstehen. Ihr wisst bestimmt, wie ich die gemacht habe, oder? Natürlich wieder mit meinen Fingern. Also, bastelt euch euren eigenen Art Attack Wunschzettel. Schau Art Attack im Disney Channel.